Dr. Hünsch, es ist 14 Uhr. Es ist die übliche Zeit für das FKT-Webinar. Ich danke Ihnen zunächst, dass Sie heute Zeit gefunden haben, uns hier mit den neuesten aus dem Bereich Longob NXF zu unterrichten. Ich darf Sie kurz unserer Teilnehmergemeinde vorstellen. Herr Dr. Hünsch ist mit Sicherheit einigen schon bekannt. Er hat lange Jahre die German Section der SMPTE geleitet, ist FKTG-Mitglied und vielen von Vorträgen, Präsentationen auf Veranstaltungen wie FKTG, SMPTE oder IEEE auch bekannt. Herr Dr. Hünsch hat an der TU Dresden Nachrichtentechnik studiert und promovierte anschließend an der Uni Arizona State University auf dem Gebiet der Bild- und Videoprozessoren. Von 1999 bis 2008 beschäftigt er sich am IAT hauptsächlich mit Austauschformaten für Medien und Metadaten, weiterhin mit der Standardisierung des MXF-Formats und unterstützte die Einführung von MXF durch den Aufbau der MXF Test Center. Danach war er beim Systemhaus BFE als Leiter der Broadcast-IT-Abteilung für die Konzeption und Umsetzung von integrierten IT-basierten Lösungen für die Produktion und Archivierung verantwortlich. Er wechselte schließlich eher zu Evid in den Geschäftsbereich Integrated Media Enterprise und leitet dort die Entwicklung für Lösungen zum Austausch von Medien und Metadaten zwischen Interplay MAM und Interplay CAM. Jetzt habe ich hier zwei Kürzel zum Ende dieser kurzen Einleitung Ihnen quasi zugeworfen. MAM, Media Asset Management, sagt mir schon was. MAM ist etwas, das ist, glaube ich, ein wenig erläuterungsbedürftig, ebenso wie die Begriffe MXF im Archiv in Verbindung mit Longob und den Problemen, die durch die nicht mehr Bild- und Frame-genaue Bearbeitung von Videoformaten gegebenenfalls in Archiven und bei der Produktion auftreten. Herr Dr. Hünsch, ich gebe Ihnen das Wort und freue mich auf Ihre Präsentation. Herr Wagner, ich danke Ihnen für die Einleitung, derweil ich meinen Bildschirm freigebe. PAM steht für Production Asset Management. Das ist das eigentliche System von Evid, das schon länger bekannt ist. Und MAM ist das, was früher unter Media Archive vor der Akquisition von Blue Order bekannt war. Longob MXF in Archiv und Produktion. Wozu werde ich was sagen? Die Agenda, also ich werde beginnen mit einer Einführung, warum überhaupt uns Interframe-codierte Formate begegnen, nachdem wir in der komprimierten Welt doch lange Zeit mit Infraframe-Formaten gut gelebt haben. Sage dann was zum Anwendungsfall MAM-PAM-Interoperability zwischen diesen Evid-Komponenten, wo wir uns sehr intensiv mit Longob beschäftigt haben, beschäftigen mussten, und gehe dann auf unsere Erfahrungen, die wir gesammelt haben, ein, erläutere die Grundlagen von Longob, wie sie sich auswirken auf die Anwendung in Produktion bzw. Archiv, welche Anforderungen es an die Implementierung gibt, welche Metadaten die MXF-Spezifikation bietet, um auch mit Longob bildgenau zu arbeiten und dann, wie wir selbst validieren unsere Longob-Implementierung und die von Third Parties, von Komponenten, die wir einsetzen. Und am Ende sage ich was zur Architektur von unserem Rewrapping-Service, welche Komponenten wir verwenden, was für die Zuhörer sicherlich auch interessant ist, und habe noch ein paar Gedanken zum Abschluss. Intraframe-Codierung versus Interframe-Codierung. In der komprimierten Welt, filebasierten Produktionen in SD, haben wir nur gearbeitet mit iframe-basierten Formaten. Das heißt, es gab keine Abhängigkeiten zwischen den Bildern, was das Arbeiten
recht einfach gemacht hat, da man aus Sequenzen einfach Bilder mischen konnte, bei jedem Bild anfangen konnte mit Abspielen und sich nicht darum kümmern musste, dass man alle Informationen, die man für ein Bild zum Dekodieren braucht, sich unter Umständen aus anderen Bildern holen muss. Die Kompression leidet natürlich darunter, dass die Redundanz zwischen den Bildern nicht zur Bitratenreduktion ausgenutzt werden kann. Was erträglich war, mit 50 Megabit hatte man eine Bitrate gefunden für Mainstream Production, die völlig ausreichend waren, sowohl im IMX-Format als auch im DVB-S-Format. Und das Schöne bei den iFrame-Formaten, die wir verwendet haben, war auch, dass zumindest meistens die Edit-Units eine konstante Größe haben. Und damit brauchte man keine komplexen Indizierungsstrategien. Und die Anwendung war dadurch zwar schwierig, weil wir eine neue Technologie eingeführt haben, fallbasierte Produktion, aber doch recht einfach von den Eigenschaften des Materials her. Mit der Einführung von HD stand dann die Wahl, muss man die Bitrate vergrößern, um die größere Bildqualität abbilden zu können, auch in der komprimierten Domäne. Oder nutzt man die Redundanz der Bilder zwischen den Bildern zu einer weiteren Bitratenreduktion aus? Und Hersteller sind dann unterschiedliche Wege gegangen. Panasonic hat zunächst mit dem AVC Intra-Formaten weiter iFrame-Formate eingeführt oder angewendet. Und Sony ist mit XTCAM HD 422 mit dem Longob-Format auf den Markt gekommen, das die schöne Eigenschaft hatte, dass A, die Qualität sehr gut ist, für Mainstream-Production völlig ausreichend und dass die Bitrate im Wesentlichen dieselbe ist wie bei SD. Das bringt natürlich eine Abhängigkeit zwischen den Bildern mit sich. Ich kann nicht mehr wahlweise bei jedem Bild zugreifen und durch dieses Kompressionssystem werden die Bilder auch unterschiedlich groß. Also ein iFrame, ein Bild, das für sich allein kodiert ist, beansprucht wesentlich mehr Bits als ein Frame, der Predictive Encoding verwendet. Damit sind die Bilder unterschiedlich groß und die Anwendungskomplexität insgesamt wird deutlich erhöht. So, unser Anwendungsfall, in dem wir uns bei Evid beschäftigt haben mit Longob, ist diese MAM-PAM-Interoperabilität. Also wie stellen wir die Verbindung her zwischen dem bekannten und sehr verbreiteten Interplay Production System und dem Media Asset Management System, in dem dann die Inhalte verwaltet werden, archiviert werden, Speicherplatz günstiger ist, indem man dann auch Material anderen Workflows zuführen kann und weitere Automatisierungsmöglichkeiten und Verwaltungsmöglichkeiten hat. Auf der linken Seite sehen wir Interplay Production System, es gibt Interplay Engine, die Datenbank, es gibt die ISIS, das Speichersystem für die High-Res-Materialien. Auf der rechten Seite ist das MAM, es gibt die MAM-Datenbank, es gibt Essence Server, ist das Interface im MAM, unter dem Tape-Libraries abgebildet werden oder auch filebasierte, plattenbasierte Systeme abgebildet werden. Und wir haben zwei Workflows, die benötigt wurden. Das eine ist Archive, also Material von Interplay Production nach MAM zu transferieren. Dabei werden Clips und Sequenzen übertragen und es müssen Properties aus Production nach MAM übertragen werden. Production Properties werden gemappt auf Attribute oder in Straten und genauso Frame Locators können auch in Straten gemappt werden. Und das war zu implementieren in der ersten Version für IMX, für DNxHD und auch aufgrund von Kundenanforderungen, Marktbedürfnissen für Longob, XTCAM-HD. Der zweite Workflow ist ein Restore. Da werden auch wieder von einem Objekt im MAM Attribute und Straten nach Properties und Locators gemappt und eine EDL in MAM wird dann mittels Essence Server ein Partial Restore durchgeführt und das Material, das Hi-Res, iFrame oder Longob, muss dann in die ISIS transferiert werden, gewandelt werden von OP1A zu AF und OP-ATOM, so dass das dann mit der EDL relinkt, entweder der originalen EDL-AF-File in der Interplay Production oder mit der EDL, die im MAM auf Basis des Lores erzeugt worden ist. Wir mussten unterstützen iFrame und Longob und
Uns war klar, dass aus der Erfahrung, die wir schon im vorgehenden Einsatz hatten, dass in Longob die größten Herausforderungen auf uns zukommen werden und sind daher davon ausgegangen, wir implementieren Longob und die iFrame-Formate werden dadurch, dass es dann wesentlich einfacher ist, ein vereinfachtes Produkt oder Abfall, ein Nebenprodukt, weil wir dann einfach nur einen einfacheren oder anderen Codec unterstützen müssen. Longob-Grundlagen. Was macht Longob so schwierig? Es gibt bei MPEG 2 drei Arten von kodierten Bildern. Es gibt iPictures, die kann ich kodieren ohne jede Abhängigkeit von anderen Stellen des MPEG Element Restreams. Dann gibt es sogenannte P-Pictures, P-Frames. Das sind prädiktiv kodiert immer vom vorhergehenden I oder P. Das heißt, wenn ich ein I-Frame habe, hängt das nächste P-Frame von diesem I-Frame ab. Es wird nur die Differenz zum I-Frame kodiert und der nächste P-Frame hängt wiederum vom P-Frame vorher ab und so weiter. Das sind die unidirektional vorhergesagten Bilder, wo jedes Bild nur mit Daten aus der Vergangenheit kodiert wird oder die Kodierung verbessert wird. Bei MPEG 2 im Gegensatz zu MPEG 1 gibt es sogenannte bidirektional vorhergesagte Bilder. Da werden Daten aus der Zukunft und aus der Vergangenheit verwendet, um eine noch höhere Kompression zu erreichen. Das heißt, wir haben zwischen Frames bei Longob-Formaten Abhängigkeiten. Ich kann außer bei iFrames nur Bilder dekodieren, wenn ich die Vorgeschichte kenne und bei B-Frames auch, wenn ich zukünftiges Material kenne. So, es gibt einen Standard oder ein Dokument in der SIMD, das ist kein Standard, ist ein Registered Disclosure Document von Sony, wo offengelegt wird, was sind die Anwendungsparameter, um im weitestgehenden Sinne mit Sony XD-CAM-Geräten interoperabel zu sein. Die Parameter in der Spezifikation sind notwendig, dass sie eingehalten werden, sind aber nicht ausreichend. Das heißt, man braucht weiteres Wissen, weitere Erfahrung, um wirklich OP1A-Dateien schreiben zu können, die dann auf Sony-Geräten funktionieren, die man direkt auf Sony-Geräte laden kann. MPEG 2 ist flexibel hinsichtlich GOP-Länge und der Verteilung von P- und B-Frames, also wie viele B-Frames lasse ich zu zwischen Predictive-Frames, wie lang ist mein GOP insgesamt, und RDD9 schränkt das ein auf eine maximale GOP-Länge von 12 Frames für die in Europa gängigen Bildraten. In den USA also mit 30 Frames pro Sekunde Material sind es dann 15 Frames. Und die maximale Anzahl von aufeinanderfolgenden B-Frames ist 2 und kleinere Werte, andere Werte für Anzahl der B-Frames und GOP-Größen sind möglich und wie wir im Nachhinein gleich sehen werden, anwendungsabhängig auch notwendig. Das heißt, es können nur Grenzen nach oben festgelegt werden in der Spezifikation und Anwendungen müssen mit anderen Werten zurechtkommen. Und so eine GOP-Struktur, typischerweise Sony I, 2B, 12 Frames ist der GOP. Und wenn man Material auf dem XD-CAM HD-Gerät aufzeichnet und sich dann die GOP-Strukturen anschaut, hat man eine Sequenz von solchen Folgen und dann kommt der nächste GOP. Es wiederholt sich. Die erste Herausforderung ist, dass die Bilder voneinander abhängen und nicht unabhängig dekodiert werden können. Die zweite Herausforderung ist, dass die gespeicherte Reihenfolge der Bilder ungleich ist an der Reihenfolge, in der die Bilder am Display ausgegeben werden. Ein B-Frame verlangt ja, dass ich den vorangehenden I- oder P-Frame kenne, wie auch bei P-Frames, aber ich brauche auch die zeitlich nachfolgenden Frames. Und das ist bei MPEG 2 so gelöst worden, dass der nachfolgende Frame, das sind B-Frames, oder nehmen wir die aus der Mitte, die hängen ab von diesem I-Frame und von diesem P-Frame und der I-Frame ist bereits gespeichert oder ist bereits übertragen worden und der P-Frame wird in der Serialisierungsorder in der Speicherordnung vor diesen beiden B-Frames abgespeichert. Und dadurch gibt es eine andere Reihenfolge.
Und als Anwender, für den Anwender muss es ja völlig transparent sein. Nehme ich den Zeitcode-Wert vom B-Frame, zum Beispiel von diesem, und in der Sequenz der gespeicherte Frame ist an einer anderen Position zu finden. So, das muss man berücksichtigen, wenn man LongOp implementiert oder LongOp testet. Ein weiteres Thema, was sich hier schon andeutet, weil ja diese B-Frames in der Anzeigeordnung vor dem I-Frame auftauchen, ist OpenGob versus ClosedGob-Material. Und die Frage, von der es abhängt, ob Material OpenGob oder ClosedGob ist ob alle Bilder eines Gobs nur mit Daten dieses Gobs zu dekodieren sind. Oder ob ich auch weitere Datenbilder, die außerhalb dieses Scopes liegen, benötige, um die Bilder meines Scopes zu dekodieren. Und hier ist wieder die Anzeigereihenfolge entscheidend. Das heißt, diese B-Frames, die wir hier sehen, die hängen ab mit der Forwards-Prediction oder mit der Backwards-Prediction rot. In der Vergangenheit vom P-Frame und vorwärts vom I-Frame befinden sich in diesem Gob. Und wenn diese B-Frames in beide Richtungen Vorhersage haben, dann ist es Open Gob, weil dann brauche ich den gesamten vorhergehenden Gob, um diesen B-Frame dekodieren zu können. Das heißt, es ist wichtig für Anwendungen wie Partial Restore, wenn ich mir eine partielle Kopie von einem Pfeil erzeugen will, das auf dem zweiten Frame zum Beispiel in einem Gob anfängt, dann muss ich einen Gob mehr übertragen und im Pfeil haben, sonst habe ich korrupte Medien und kann die Dateien nicht oder die Medien nicht ausspielen. Und das Wichtige ist wirklich immer, man muss zuerst schauen, was ist in der Anzeigereihenfolge entscheidend, was bedeutet das für meine gespeichertes Material und was sind die Abhängigkeiten zwischen den Gobs. Letzter Schritt ist Bearbeitung. Wenn ich jetzt einen Schnitt zwischen zwei Sequenzen habe, ich habe eine Sequenz, Gob-Struktur, mein schöner regulärer 12er-Gob. So, ich habe ihn jetzt verkürzt dargestellt, damit es ja drauf passt. Ich habe eine andere Gob-Struktur, die auch eine schöne regelmäßige Struktur hat. Und wenn ich das jetzt zusammenfüge, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich dekodiere alles und rekodiere alles und bekomme wieder eine regelmäßige Gob-Struktur, ist aber natürlich nicht gewünscht. Aus Performance-Gründen, dekodieren, rekodieren beansprucht ja Rechenleistung und Zeit damit, und aus Qualitätsgründen, weil ich dann nur, um einen harten Schnitt auszuführen, eine gesamte neue Codiergeneration meines gesamten Materials erzeuge. Was dann gemacht wird, ist Gob-Splicing. Das heißt, man lässt die erste Sequenz, die Anfangssequenz, möglichst lange intakt, lässt die zweite Sequenz möglichst zeitig wieder intakt und dekodiert, rekodiert nur an den Gobs, an denen wirklich Veränderungen notwendig sind. Und das führt natürlich zu unregelmäßigen Gob-Strukturen, weil nach links in der Vergangenheit habe ich eine regelmäßige Struktur. Nach rechts habe ich eine regelmäßige Struktur, aber um die Splice-Stelle herum sind meine Gob-Strukturen nicht im Alignment und ich muss neue Gobs rechnen, die nicht länger als 12 Frames sein dürfen. Und ja, bekomme damit kürzere Gobs und je nachdem, wie das Alignment mit den I- und P-Frames ist, bekomme ich mal nur einen B-Frame oder auch eine regelmäßige Zweier-B-Frame-Struktur. Und wenn ich Open-Gob-Material habe, müssen im ersten Gob, den ich eigentlich nicht verändern will, sogar die ersten beiden Frames in Display-Order, das heißt Frame 2 und 3 in Speicherorder, neu kodiert werden, weil sie vom neu kodierten Material an der Splice-Stelle abhängen. Also was ich mit diesem Bild zeigen will, ist, man kann ein Gob-Splicing machen und das führt zu unregelmäßigen Gob-Strukturen. Das muss man in den Anwendungen, die man implementiert und auch im Test berücksichtigen. Was sind also die Konsequenzen von LongGob für Archiv und Produktion? Das erste ist, dass bei Aufzeichnungen, also einfach Aufzeichnungen von Echtzeitsignalen auf Videoservern oder auch Kameras, XT-Cam-Kameras zum Beispiel, kann es bei der Aufzeichnung immer mehr Bilder in der Datei geben, als angezeigt werden sollen.
Das trifft insbesondere zu bei Hardware-Encodern, Omnion Spectrum, da ist ein Chip drin und der kodiert ständig, dass das Eingangssignal ist im eingeschwungenen Zustand und wenn das Aufzeichnungskommando kommt, dann wird einfach der GOP, in dem sich das aufzuzeichnende Bild befindet, wird als erster GOP in die Datei geschrieben und wenn das Bild in diesem GOP das achte Bild ist, dann hat man 7 Frames mehr im Material. Die Datei soll aber natürlich framegenau anfangen, das muss man signalisieren und diese 7 Frames bezeichnet man dann als Longer Precharge. Das ist der Fachbegriff dafür. Dasselbe kann passieren am Ende der Datei, wenn ich auch wieder beim Omnion oder auch bei anderen Servern immer volle 12er GOPs aufzeichne, habe ich nur 1/12 Wahrscheinlichkeit, dass mein letztes anzuzeigendes Bild genau auf der GOP-Grenze liegt. Und in diesem Fall, wenn ich eine framegenaue Aufzeichnung haben will, habe ich noch Bilder im Essenscontainer, im aufgezeichneten Material, die nicht angezeigt werden sollen. Und das bezeichnet man als Rollout. Also bei LongOp muss ich immer umgehen können mit Precharge und Rollout, wenn ich framegenaue LongOp-Anwendung haben will. Und Rollout tritt auf, haben wir gesehen, bei Hardware-basierten Encodern und bei Software-basierten Encodern. So, beim Partial Restore, also im Archiv, wenn ich Material archiviert habe und will mir nur einen Teil des Materials aus dem Archiv holen über eine Partial Kopie, um das in meiner Produktion wieder einzusetzen, dann ist die Essence auch nur an GOP-Grenzen teilbar. Haben wir vorhin gesehen mit den Beispielen, die ich gezeigt habe. Und bei OpenGOP kann es, wenn ich bei den ersten Frames sind, ich habe das nochmal mit der Display Order angezeigt, kann es sogar notwendig sein, dass ich also einen zusätzlichen GOP brauche, der gar keins von den Bildern, die ich anzeigen will, beinhaltet. Und das gilt auch wieder für den Beginn des Materials und für das Ende des Materials. Und beim Editing hatte ich vorhin das Bild, wenn ich ohne Transkodierung des Gesamtmaterials auskommen will, muss ein GOP-Splicing durchgeführt worden, es muss rekodiert werden, die GOPs werden gesplittet, das heißt, ich bekomme kleinere GOPs, ich muss die B-Frames des folgenden GOPs rekodieren und ich kann auch unregelmäßige Strukturen bekommen hinsichtlich der Anzahl der B-Frames im Material. Die Anforderungen an die Produktion und Archivierung haben sich aber nicht geändert. Das heißt, wir wollen nach wie vor, obwohl das Material andere Eigenschaften hat, in der Lage sein, bildgenau zu arbeiten bei der Aufzeichnung. Ich will genau bei dem Bild die Aufzeichnung beginnen oder das Abspielen der Aufzeichnung beginnen, bei dem mein Rekord oder auf das mein Rekord-Aufzeichnungskommando sich bezogen hat. Dasselbe gilt bei der Partial Copy. Ich will eine framegenaue partielle Kopie haben, um dann auch framegenau weiterverarbeiten zu können und beim Schnitt sowieso. Was wichtig ist und auch schwieriger ist bei LongOp, ist die Sicherung der Synchronität von Bild und Ton. Weil das Bildmaterial benötigt Precharge, PCM Audio benötigt aber keine Precharge. Und was möglich ist in MXF-Dateien, ist, dass, also gibt es Geräte, die solche Dateien erzeugen, dass ich zwar Bilder habe im Precharge, dass meine Audio-Elemente aber leer sind. Und ein Decoder muss das berücksichtigen und muss dann einfach den Synchronitätspunkt zwischen Audio und Video darlegen, wo der Ausspielpunkt liegt, weil wenn ich 8 Frames Precharge habe und einfach mein Audio aus der Datei lese und mein Video aus der Datei lese, kann ich mir auf diese Art und Weise schnell 8 Frames Lip-Sync Versatz erzeugen, was natürlich katastrophal ist und sofort auffällt. Ja, zur Vermeidung von Generationsverlusten gilt nach wie vor dieselbe Anforderung wie bei iFrame-Formaten auch. Man will möglichst keine Transkodierungen durchführen und das will man natürlich auch, um die Geschwindigkeit, die Verarbeitungsgeschwindigkeit möglichst hoch zu halten, dass einfache Bearbeitungsvorgänge wie harte Schnitte nicht im Basisband durchgeführt werden müssen, sondern wirklich nur durch Kopieren von Inhalten aus der ersten Datei und aus der zweiten Datei und dann das Remultiplexen in eine neue Datei. Wichtig ist außerdem die Zeitcode-Genauigkeit.
Das war für uns essentiell, damit dann der fremdgenaue Relink gegen EDLs, die in Interplay Production noch existieren, sichergestellt ist und auch der Relink gegen EDLs fremdgenau erfolgt, die im MAM erzeugt worden sind und dann als Teil des Restore-Workflows nach Interplay Production übertragen werden. In der 2009er Version von der MXF-Spezifikation ist ein schönes Bild, was ich hier zeige, erläutert worden, wie bildgenaues Longob in MXF funktioniert. Man konnte sich das im Wesentlichen aus der Vorgängerversion und der Essence-Container-Spezifikation für MPEG und dem OP1A-Dokument ableiten. Es gab dann trotzdem eine Reihe von, oder es gibt eine Reihe von Implementierungen, die sich unterschiedlich verhalten. Aber die wahre Lehre sieht so aus, man hat den Essence-Container, der ist hier unten dargestellt, zum Beispiel ein Framewrapped OP1A, wo jedes Bild eine eigene Edit-Unit ist mit dem zugehörigen Audio, und der Essence-Container hat eine Länge und enthält komplette GOP-Strukturen, und diese Länge kann signalisiert werden im MXF im File-Descriptor Property Essence Container Duration. Also wenn der ist optional, wenn er da ist im File, dann signalisiert er aber die Gesamtanzahl der Edit Units im Essence Container. So, dann gibt es das Top-Level File Package, das das Interface darstellt zum Essence Container, und das File Package hat eine Dauer, die synchron beginnt mit dem ersten gespeicherten Bild im Essence-Container und bis zum letzten auszuspielenden Bild im Essence-Container anhält. Das heißt, Rollout ist in der Dauer des File-Packages nicht beinhaltet. Und Precharge wird signalisiert durch einen Wert an den Essence-Tracks des File-Packages, der Origin heißt. Das heißt, im File-Package habe ich die Signalisierung, wie viel Origin habe ich, also was ist mein erster wirklich auszuspielender Frame im Essence-Container. Müssen wir wieder aufpassen mit Display-Order und Speicher-Order. Das File-Package bezieht sich auf Display-Order. Im Essence-Container ist die Reihenfolge anders. Sie entspricht zu der Speicher-Order, Speicher-Reihenfolge von MPEG-2. Und die Dauer beinhaltet Origin plus die wirklich auszuspielende Dauer. Und dann, dass die Dauer des Material Packages, es kann nur bei 0 anfangen, genau der Dauer des auszuspielten Materials ist, das erfolgt einfach aus den OP1A-Einschränkungen, da das Material Package bei OP1A alle Spuren und die volle Dauer des Top-Level-File-Packages ausspielt. Und was man geklärt hat in der Revision, ist, dass es die Duration der Tracks, dass die Package Duration aber immer nur beim Zero Point des Packages anfängt, beim Nullpunkt, und dann bis zum Ende des Packages geht. Man kann andere Elemente des Packages, also daher diese negative Dauer, lässt sich in MXF nicht referenzieren. Von da aus ist diese Klarstellung in der Revision auch sinnvoll gewesen. So, wie kann man es jetzt lösen in Implementierung und auch in Produktionssystemen, um mit Precharge und Rollout, also mit Longob, umzugehen? Und aus meiner Sicht gibt es drei Ansätze, drei Verfahren, die ich bisher gesehen habe. Das erste ist natürlich das Schönste, dass man Precharge und Rollout einfach vollständig unterstützt und richtig handhabt. Das heißt, beim Dekodieren, man muss wirklich nach Precharge anfangen mit dem Abspielen, also bei Start of Message, und die Dauer ist wirklich die auszuspielende Dauer, und zusätzliche Frames im Material werden so behandelt, als wären sie nicht da. Beim Abspielen und beim Bearbeiten des Materials werden sie natürlich zum Teil benötigt und müssen dann auch entsprechend berücksichtigt werden. Das muss man machen, Precharge und Rollout signalisieren, wenn Files geschrieben werden, zum Beispiel bei einer partiellen File-Kopie. Man muss unterstützen die beiden Varianten mit leerem Audio im Precharge oder Audio, dass Audio-Samples, PCM, abtastet werden, die vorhanden sind, auch in den Audio-Elementen des Essence-Containers während der Video-Precharge. Und was man leider machen muss oder unterstützen muss, sind die bekannten, nicht sind die 377 kompatiblen Implementierungen. Und da gibt es zwei Dinge, wo es abweicht. Die eine ist mit
älteren Varianten von Sony XTCAM HD-Decks. Ich glaube, mit der neuesten ist das inzwischen behoben, ist die Signalisierung von Precharge, weil die Dauer bei diesen Files mit den Sony XTCAM HD-Decks um Origin eigentlich zu kurz ist. Das heißt, die Tracks haben eine Origin, die gleich Precharge ist, und die wird dann aber bei der ausspielbaren Dauer nicht hinzugezählt. Und wenn man das Material Package als Abspielinterface benutzt, um das Material zuzugreifen, wäre das Material dann um Origin zu kurz. Wenn man das Material Package verwendet, kann man das im File Package ignorieren und hat das Problem nicht. Das ist also eine Variante, die weit verbreitet ist, die man unterstützen muss. Sony hat trotz dessen die Implementierung abweichend ist von dem, was in 3771/2009 veröffentlicht ist und dokumentiert ist, der 3771/2009 doch zugestimmt, was ich als ein sehr positives Signal empfunden habe, dass also auch Sony dahin will, dass die ganzen Implementierungen sich über die Zeit harmonisieren und mit Longob auf die gleiche Art und Weise umgehen. Die zweite Abweichung, die es gibt, ist, wie Indextabellen geschrieben werden. Es gibt in der Index-Tabelle einen Wert, das ist der Keyframe Offset. Und da gibt es Implementierungen, die es naja, richtig machen. Wenn wir zurückspringen zu meiner schönen Sequenz mit der bidirektionalen, mit dem bidirektionalen Offset, gibt es Implementierungen, die, wenn es sich um ein OpenGob handelt, die sagen, mein Keyframe für dieses bidirektional vorhergesagte Bild am Anfang des GOBs ist der iframe des vorhergehenden GOBs. Wunderbar, mit denen kann man schön arbeiten, wenn man sich auf Indextabellen verlässt. Es gibt aber auch Implementierungen, die haben gesagt, naja, der Keyframe für den B-Frame ist der iframe des GOBs. Das kann man aber erkennen dadurch, dass dann hier negative Werte oder positive Werte eingetragen sind und man stattdessen eigentlich negative Werte erwartet. Das heißt, man kann es in den Indextabellen entdecken und mit den Indextabellen auch entsprechend umgehen, um die richtige Antwort zu bekommen, wenn man herausfinden will, indexbasiert, wie viele Frames man restoren muss. Aber das sind zwei Besonderheiten, die im Markt weit verbreitet sind, mit denen Longob-Implementierungen einfach umgehen können müssen, dass man Longob zuverlässig in der Produktion einsetzen kann. Ein anderer Ansatz, den ich gesehen habe, ist das Transkodieren des ersten und letzten GOB. Das heißt, es gibt Systeme, die putzen die Materialüberhänge am Anfang und Ende der Datei weg. Und solange sie es nur am ersten und letzten GOB machen, ist das auch eine schöne Lösung. Nur muss man das dann im Gesamtsystem immer wieder machen. Sobald man eine partielle Kopie von einer Datei erstellt, muss man dann die Datei einem Prozess zuführen, der wieder die Precharge und Rollout aus den Dateien entfernt durch das Rekodieren des ersten und letzten GOBs. Ist auch eine Lösung, die sehr zuverlässig funktionieren kann, wenn man es systemweit konsistent durchhält und keinen Weg hat, auf dem doch Dateien mit Precharge und oder Rollout in ein solches System, das auf Lösung 2 aufsetzt, importiert werden können. Und dann, was es im Moment auch oft gibt, sind GOB-genaue Implementierungen. Das heißt, das Material beginnt und endet immer an GOB-Grenzen. Das ist was bis vor kurzem SGN in FlashNet noch implementiert hatte. Das heißt, wenn ich ein Partial Restore von Frame X bis Y hatte, dann habe ich Material bekommen, das bei X minus Frames angefangen hat auf der GOB-Grenze und dann am Ende auch mehr Frames beinhaltet, die ich gar nicht angefragt habe. Das kann problematisch sein bei OpenGob, weil bei OpenGob ich ja immer vom vorhergehenden GOB abhänge und bei RDD9 kompatiblen Dateien dann zwei nicht dekodierbare Bilder in meiner als gültig signalisierten Dauer habe. Das ist ein unschöner Effekt bei diesem System. Und
Da gibt es keinen Weg dran vorbei, weil es gibt Encoder, die erzeugen OpenGobs, es gibt Encoder, die erzeugen ClosedGobs, es gibt Encoder, haben wir gesehen, bei denen ist bei der Aufzeichnung nur der erste Gob closed und nachher ist alles offen. Und es gibt sogar Wechsel innerhalb der Produktreihe eines Herstellers. Also ich habe eine Firmware gesehen von einem Sony-Deck, wo dann auch innerhalb der Sequenz ClosedGobs geschrieben worden. Aber man muss immer damit umgehen können, dass OpenGob und ClosedGob möglich sind. Und GOB-genaue Implementierung kann man natürlich auch unterstützen, wenn man sich merkt, als Metadatum parallel zur Datei und das an anderer Stelle speichert, was ist denn mein Offset zu dem, was ich wollte und zu dem, was ich habe. Erhöht die Komplexität im System, weil ich dann zu jeder Datei separaten Metadaten vorhalten muss, die mir dann sagen, ja, das ist meine Datei, die hat eine Dauer von 5 Minuten und eigentlich wollte ich eine Dauer von 4 Minuten und 20 Frames und am Anfang habe ich 3 Frames zu viel und am Ende habe ich 2 Frames zu viel. Also diese 3 Möglichkeiten gibt es mit LongGob in Produktion und Archiv umzugehen. Und was wir implementiert haben, ist die Variante 1, dass wir wirklich framegenau arbeiten können mit LongGob, dass Precharge und Rollout signalisiert und berücksichtigt wird. Und 2 Projekte, in denen die MAM 4.0 Release in der API enthalten ist, beim Kunden zur Anwendung kommt, sind bei CBS und bei NBC. Und die setzen beide für das Archiv auf FlashNet von SGL und wir haben lange mit SGL zusammengearbeitet, so dass SGL auch framegenau Partial Restore von LongGob mittlerweile implementiert. Und als wir dann endlich soweit waren und unser letzter Regression Cycle gefahren ist, dann hat der Tester geschrieben, oh, the LongGob implementation, the frame accurate LongGob implementation of SGL is awesome. So, er war völlig begeistert, dass es dann endlich funktioniert hat. Das heißt, es ist nicht nur Avid, der das implementiert, sondern es gibt auch andere Hersteller, die sich inzwischen dahin bewegen, eine vollständige Unterstützung von Precharge und Rollout zu implementieren und framegenaues LongGob machen, herstellen zu können, ohne Transkodierung und ohne Metadaten, die man parallel zum File noch speichern muss. Validierung von LongGob-Implementierung war für uns ein sehr wichtiges Thema, um zu sehen, dass das, was wir implementieren, funktioniert, dass das, was wir von Drittlieferanten wie SGL benutzen, das richtig implementiert und natürlich auch, dass wir über die Zukunft in der Zukunft mit Regression-Tests sicherstellen können, dass wir framegenau bleiben und dass uns durch Implementierungsanwendungen die Funktionalität nicht bricht. Dasselbe gilt aber auch für Anwender, die LongGob-basierte Produktionssysteme verwenden und sicherstellen wollen oder sicherstellen müssen, dass ihre LongGob-Workflows auch framegenau funktionieren. Was braucht man? Man braucht Testmaterialien und die bestimmte Eigenschaften im Bild, Ton und Metadaten haben. Was wir verwendet haben, sind Testmaterialien mit offenem Zeitcode. Haben wir im Erstbild Multistream Sequenzen erzeugt, wo der Zeitcode des Materials framegenau eingebrannt ist in das Bild des Materials und haben uns dann Sequenzen erzeugt, die OpenGob und ClosedGob sind und die regelmäßige und unregelmäßige GOB-Strukturen haben. Regelmäßiger Fall ist das schöne normale, aber man muss ja auch testen mit Dateien, die dann für einen einfachen Decoder Überraschungen bereitstellen oder sich anders verhalten oder wo man bestimmte Regeln einhalten muss, wenn man einen Partial Restore an bestimmten Dateien Stellen in der Datei durchführen will. Um sicherzustellen, dass es keine Probleme mit dem Ton gibt, haben wir uns Dateien erstellt, die Audio-Video-Versatz-Referenzton beinhalten, wobei Ton in der Beziehung eigentlich falsch ist. Das heißt, da ist immer Stille in der Datei. Die Datei, das Bildmaterial hat ein weißes Bild und in diesem weißen Bild gibt es genau eine Sinusschwingung mit einem Audio-Null-Durchgang von Plus nach Minus, fängt bei Null an, geht nach Plus und dann Nulldurchgang nach Minus. Da kann man schön drauf
triggern. Also das kann man einfach digital finden, indem man die Audiodatei analysiert. Und wir haben dann mit diesem Material wieder mit Precharge und ohne Dateien mit Audio Precharge und ohne Audio Precharge erzeugt, um sicherzustellen, dass in der Verarbeitung über die Verarbeitungskette wir nicht mehrere Frames Audio-Video-Versatz bekommen, weil ein Decoder einfach das Audio abzuspielen beginnt, synchron mit dem ersten gespeicherten Bild im Precharge. Ja, und dann natürlich von den Metadaten brauchen wir Dateien, die Precharge haben, die keine Precharge haben und Dateien, die Rollout haben und keinen Rollout haben und das in den Kombinationen braucht man Testfälle und Dateien, die 3.7.7.1 konform sind mit der aktuellen Spezifikation und nicht konform und da haben wir einfach nur typische Samples genommen von den Produkten, bei denen wir wissen, dass sie spezielle Implementierungseigenschaften haben. Abgesehen von den letzten Dateien, wo wir Samples genommen haben von Herstellern, haben wir uns die selbst erzeugt, die Dateien zum einen durch Aufzeichnungen auf unseren Geräten. Kann man jeden MXF OP1A Encoder nehmen, kann man auch einen XTK-MHD-Deck nehmen, um sich Dateien zu erzeugen. Wir haben dann IAT-Analyzer genommen und andere Werkzeuge, auf die ich im Nachfolgenden eingehe, um uns die GOP-Strukturen des Materials zu bestimmen, um uns zu bestimmen, an welchen Stellen welche Metadaten im Header sind und sind dann mit dem Hex-Editor in die Metadaten gegangen und haben die Dateien so manipuliert, dass wir welche mit Rollout, Precharge und dergleichen haben, weil ich keinen Encoder kenne, wo man das wirklich dann variabel deterministisch schön einstellen kann. Die Testfälle, die abzudecken sind, hängen natürlich von den zu unterstützenden Workflows ab. Für uns sind das ganz bestimmte Verarbeitungsschritte in der Implementierung. Für Anwender in dem Produktionssystem kann man sich aus meiner Sicht darauf beschränken, dass man die Testdateien, die man hat, jedem Schritt der Verarbeitungskette zuführt und das Ergebnis prüft. Das heißt, wenn ich einen Transcoder habe, muss ich die Dateien alle einmal transkodieren und dann nachher im Ergebnis prüfen, ob das Ergebnis das Erwartete ist, also ob nicht Material, das durch Precharge als nicht vorhanden signalisiert war, plötzlich im Transcode-Ergebnis auftaucht, ob mein Audio-Video-Bezug noch stimmt, ob mein Zeitcode-Bezug zum Bild noch stimmt. Würde für Transcoder gelten, gilt für Schnittanwendung. Es gibt ja eine Reihe von Geräten, die auch automatisches Rendering von Schnitts machen. Also EmbaFin kann man ja Final Cut ADLs übergeben dem ICR und dann die Datei übergeben und dann rechnet ICR einfach ein neues Material und führt dann auch ein GOP-Splicing durch und da muss man aufpassen, dass das auch framegenau passiert und der Schnitt an der Stelle passiert, wo man ihn haben will, müsste man dann mehrere von diesen Testdateien dem zuführen. Dasselbe gilt für Ausspielgeräte, eine Datei mit Precharge zum Beispiel aufs Ausspielgerät laden und bei einer definierten SOM, die dem ersten Bild entspricht, abspielen und dann kann man wieder sich die Ausspielung aufzeichnen und prüfen, welches Bild denn tatsächlich als erstes ausgespielt wurde. So, Analysewerkzeuge nehmen wir IAT MXF Analyzer Pro. Damit kann man super die Metadaten und Indextabellen dekodieren, extrahieren, sie veranschaulichen und man kann die Audio- und Videoinhalte extrahieren, dass man also wirklich den MPEG Elementary Stream sich aus der Datei herauszieht. Den MPEG Elementary Stream verarbeiten wir dann weiter. Es gibt eine MPEG 2 Referenz Decoder Software, die von 1996 inzwischen stammt und im Zuge der Standardisierung von MPEG 2 entwickelt worden ist. Meines Wissens kann man die sich als Teil des Standards von der ISO also bei der ISO bestellen und dann herunterladen oder unter MPEG2Decode gibt es auch Kopien, die man im Internet finden kann. C++ ist eine C-Implementierung, kann man auch mit aktuellen Teilnehmer, ich habe gerade kein Signal mehr. Compilern bauen und die erlaubt zwei Dinge. Sie erlaubt die MPEG Elementary Stream Parameters als Textdateien zu extrahieren und sie erlaubt es, Dateien zu dekodieren. Dann kann ich mal kurz zeigen, wie das dann aussieht. Also wir haben eine Datei und dann gibt es einfach, werden die ganzen
Parameter rausgezogen, also beginnt mit dem Sequence-Header. Wer sich mit MPEG-2-Standard schon mal beschäftigt hat, dem kommt das dann bekannt vor. Das sind einfach die ganzen Parameter mit den ganzen Werten. Es gibt eine Sequence-Extension, Sequence-Display-Extension, wo dann Bildauflösung und Videoformate signalisiert werden. Dann gibt es immer einen GOP-Header für jeden GOP. Und der GOP sagt zum Beispiel, es ist ein Closed GOP, das heißt, der MPEG-Elementary-Stream sagt selbst, bei jedem GOP, ob der GOP closed ist, also nur mit seinen eigenen Bildern Daten komplett dekodiert werden kann, oder ob er open ist und auch Informationen vom vorangehenden GOP notwendig sind, um alle Bilder zu dekodieren, und dann werden die einzelnen Picture Header extrahiert. Das heißt, man kann sich die ganzen Daten extrahieren, und wir haben dann ein Perl-Skript, mit dem wir diese Textdateien verarbeiten und uns einfach die GOP-Strukturen in Speicherreihenfolge ausgeben. Und jetzt sieht man hier eine Datei, die wir da als Testdatei verwenden, die eine unregelmäßige GOP-Struktur hat. Fängt mit dem Closed GOP an. Alle anderen GOPs in der Datei sind offen. Und der erste GOP hat 7 Frames, der zweite hat nur 5, der dritte hat 13 und dann hat man 15 Frames. Das heißt, bei dem Material handelt es sich um 30 Frames pro Sekunde XTCAM-HD-Material. Und da sieht man auch schön, dass die GOP-Strukturen wirklich nicht regelmäßig sind. Hier habe ich mal keinen B-Frames, das heißt, der ist in IP kodiert. Das muss man sich im Detail anschauen. Und dann haben wir unsere dekodierten Bilder, von denen ich gesprochen habe, mit dem eingebrannten Zeitcode. Da haben wir den Zeitcode eingebrannt und der ändert sich dann von Bild zu Bild. Und diese frei verfügbare MPEG Elementary Stream Decoder Software speichert die Bilder dann wirklich. Man kann sie durchnummerieren lassen in Display-Reihenfolge, was wichtig ist, nicht in Speicherreihenfolge. Das sind die Sequenzen, die wir verwenden. Ja, und mit diesen Werkzeugen haben wir dann unsere ganze Testumgebung gebaut, haben FlashNet getestet, haben unsere eigenen Entwicklungen getestet. Und wie haben wir unsere Rewrapping-Service gebaut? Wir verwenden zum größten Teil Komponenten, die Evid eigen sind. Das heißt, wir haben einfach auf jeder Seite, auf OP1A haben wir einen Reader und Writer implementiert, die dann dasselbe Interface intern haben, dasselbe auf der AF-OP-Atom-Seite. Man kann Reader und Writer miteinander kombinieren. Das heißt, wir können auch einen OP1A Reader mit einem OP1A Writer kombinieren, und dann sind auch Partial Operationen in der OP1A Domain möglich. Man könnte dasselbe tun in der OP-Atom Domain. Richtung AF, OP-Atom, hatten wir uns entschieden, EMT zu verwenden. Das ist das Evid Media Toolkit, was Evid im Zuge der Öffnung der Systeme ja vor einigen Jahren oder seit einigen Jahren bereitstellt als das Third-Party-Interface, mit dem AF und OP-Atom-Dateien gelesen und geschrieben werden. Das sollte eigentlich, dass wir das auch verwenden, alle Third-Parties, die gegen Evid Production mit EMT integrieren, freuen, weil wir jetzt auch dazu beigetragen haben und beitragen werden, dass EMT sich weiter verbessert, also noch schneller wird und auch dort Bugs, weil es auch für uns eine kritische Komponente geworden ist, Bugs schneller behoben werden und auch Bugs, die noch keiner gefunden hat, die nur wir gefunden haben, dann auch behoben werden, bevor sie andere treffen. Auf der OP1A-Seite haben wir uns entschieden, das Mock-SDK zu verwenden. Das schien uns einfach am besten, weil es zum einen High-Level-Interfaces hat, dass man wirklich über das Interface von Packages Frames lesen kann. Es unterstützt Precharge und es erlaubt uns aber auch auf tieferen Ebenen Metadaten zu manipulieren. Wir können die Dauer an Tracks setzen. Wir können einzelne Elemente manipulieren, Attribute manipulieren, können einfach beschreibende Metadaten hinzufügen. Also das ist eine Third-Party-Komponente, und EMT ist eine Komponente für Third-Parties. Das ist, was wir verwendet haben, um diese Rewrapping-Architektur zu implementieren. Ja, und das bringt mich schon zum Ende. LongGOP ist nicht einfach. LongGOP gibt es einfach wegen der Bitratenvorteile. Es gibt Rundfunkanstalten, die zunächst, weil es einfacher zu beherrschen ist, auch iFrame-Formate für HD eingeführt haben, auch MPEG-2, und dann sich aber aufgrund der
wesentlich größeren Datenmenge, die für die gleiche Bildqualität erforderlich ist, für iFrame doch entschieden haben, auf Longob umzusteigen. Also es gibt einfach kommerzielle Gründe, wegen denen ein Longob in HD wenig Wege vorbeiführen. Longob ist nicht einfach, man kann es beherrschen. Es kostet viel Aufwand und Nachdenken, es zu tun. Man kann es bildgenau machen. Wir haben es implementiert von SGL, weiß ich, dass sie es tun. Und es gibt Videoserver, Omnion, Harris, die auch bildgenau mit Longob umgehen. Das heißt, die Industrie ist da auf dem richtigen Weg. Andere Produkte wie Transcoder haben noch Schwierigkeiten, aber von einem der bekannten Transcoder-Hersteller habe ich auf dem IAT MXF Plugfest letzte Woche die Aussage bekommen, dass doch im Ende ersten Quartals auch dort die Transkodierung von Longob dann framegenau erfolgen wird, was für uns sehr wichtig ist, wenn wir Longob-Material nach Lores kodieren, dass das Lores dann wirklich framegenau mit dem Hi-Res-Material übereinstimmt. Die Erweiterbarkeit von iFrame-Anwendungen für Longob schätze ich als sehr schwierig ein. Wir haben seit April oder vorher noch bei Avid eine auf iFrame spezialisierte Anwendung versucht aufzubauen für das V-Wrapping auf Longob. Das ist ungeheuer schwierig, weil man eine völlig andere Logik, Implementierungslogik braucht für Longob anstelle von iFrames. Und was wir gesehen haben, ist, mit Longob anzufangen, macht iFrame dann wirklich trivial, weil das dann nur der einfache Fall ist, dass jeder, oder dass ich Precharge und Rollout immer null habe und dass jeder Frame ein Random Access Frame ist. Für die Implementierung von Produkten, aber auch die Anwendung in System, Testplan, Testmedien und Analysewerkzeuge sind essentiell. Und wenn man es aber dann mal getan hat und im Griff hat, dann kann man sich auch darauf verlassen, dass es weiter tut. Und die Analysewerkzeuge, ich habe vor uns gezeigt, was wir verwenden, sind verfügbar zum großen Teil als freie Werkzeuge und mit dem IAT Analyzer als kommerzielles Werkzeug. Es gibt, glaube ich, mit dem MXFTK Lib auch ein Open Source Werkzeug, mit dem man Inhalte aus MXF-Dateien extrahieren kann. Und Longob wird uns nicht verlassen. Letzte Woche war SMPTE Standardisierungssitzung und da haben Sony und Panasonic gemeinsam eine Revision des AVC-Mappings auf den Weg gebracht, dass AVC Longob in MXF spezifizieren wird. Das heißt, die werden beide in vorhersehbarer Zukunft AVC-Longob-Produkte anbieten. AVC ist insofern schwieriger als MPEG-2, weil die Prediction über GOP-Grenzen hinausgeht. Also es ist dann nicht so, dass das ein bidirektional vorhergesagtes Bild nur vom vorhergehenden I oder P und vom nachfolgenden I oder P-Frame abhängt, sondern dass der Prediction keine Grenzen gesetzt sind und dass ich also eine Sequenz haben kann. Aufgezeichnet, Kamera hält auf irgendwas Statisches, dann wird in das Material was Neues hineingeschnitten, was ein paar Sekunden lang ist, und dann wird mit der Originalsequenz weitergemacht und ein intelligenter H264-Encoder mit langem Prediction-Fenster kann dann also über diesen Schnitt, der im Material gemacht worden ist, sagen, aber mein Referenzframe ist 5 Sekunden zurück. Das heißt, Precharge, je nachdem, was dann als Maximalwert definiert wird oder was für Einschränkungen da sind, die definiert werden, Precharge bei H264 kann also sehr, sehr lang werden. Und spätestens dann muss man es richtig signalisieren. Ja, das war's von meiner Seite. Jetzt haben wir Zeit, um Fragen zu beantworten, die hoffentlich zahlreich gestellt werden. Vielen Dank, Herr Dr. Hütsch. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war mit großem Interesse dabei. Und das, was Sie gezeigt haben und was Sie uns vorgeführt haben, bedeutet für uns alle, die hier in dem Bereich tätig sind, dass wir a. viele Kopfschmerzen haben, b. Lösungen brauchen, und zwar Lösungen, die implementierbar sind und nicht viel Zeit erfordern und leicht anwendbar sein müssen. Was ich erkannt habe und was ich gesehen habe, und ich habe mir jetzt einige Notizen gemacht. Ich würde Ihnen erstmal eine ganz banale und triviale Frage stellen. All das, was Sie gerade vorgestellt haben,
bedeutet für jemanden, der Entscheidungsträger in einem Produktionsbetrieb ist, Entscheidungsträger in einer Rundfunkanstalt oder in einem entsprechenden Archiv, dass er für sich sagen muss, bevor ich mich auf dieses Longbox-Spiel einlasse, muss ich intensiv testen, was wir für Materialien A schon im Archiv haben, B von unseren Kunden zugeliefert bekommen und C, wie ich dieses Material bei uns im Betrieb auf unseren Speicher in die Produktion hineinbringen kann. Was bedeutet es definitiv für jemanden, der im Betrieb tätig ist, das, was Sie gerade gesagt haben? Wo muss er gegebenenfalls seine Aufmerksamkeit hinwenden? Mit welchen Kosten muss er rechnen, um eben halt eine wirkliche effektive Prüfung durchführen zu können? Oder würden Sie sogar sagen, ich empfehle Ihnen ein externes Institut, einen externen Consultant oder einen externen Fachmann hinzuzuziehen, der Ihnen eben die Schweißperlen von der Stirn nehmen kann? Für Anwender letztlich soll ja auch LongOp genauso funktionieren wie iFrames, dass es für den Endanwender völlig transparent ist. Also das heißt, wenn das System läuft, soll sich der Anwender, der Produktionsbetrieb ja eigentlich nicht mehr darum kümmern müssen, dass das Longrom existiert. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Mit den Testfiles, was für Material man braucht, habe ich benannt. Also, und in der Einführungsphase ist es sicherlich sinnvoll, sich, wenn man es sich leisten kann, intern Wissen aufzubauen und auch die nötigen Analysewerkzeuge zu besorgen, um einfach feststellen zu können, was ist bei meinen, warum klappt ein bestimmter Workflow nicht? Warum ist der Schnitt manchmal framegenau oder in vielen Fällen nicht framegenau? Also was man, glaube ich, im Kopf haben sollte in solchen Fällen ist, aha, meine Schnittgenauigkeit ist nicht definiert. Es klappt öfter nicht framegenau, als es framegenau passiert. Ich verwende LongOp, dann sollten jetzt bei jedem die Alarmglocken angehen und sagen, ich muss schauen, welche von meinen Komponenten tut es nicht richtig. Wenn man sich das Wissen nicht aufbauen kann, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich beraten zu lassen. Das Institut für Rundfunktechnik bietet solche Dienstleistungen an und es gibt sicherlich auch andere Consultants am Markt, die auch dann entsprechende Beratungsdienstleistungen anbieten können. Was ich aber gerade gelernt habe, ist einfach, dass wir sowohl Bildgenauigkeit unterstützt bekommen, als auch die Synchronität bzw. Asynchronität von Audio in Betracht ziehen müssen. Nicht zwingend ist ja mit der Bildgenauigkeit auch gleichzeitig die Synchronität des Tones gegeben. Was kann ich also machen, um, wenn ich einen solchen Effekt während der Produktion feststelle, gegebenenfalls eingreifen zu können? Also man kann ja während einer Produktion nicht zwingend hingehen und sich dann irgendwelche Files, Referenzdaten auszulesen, zu schauen, welche Art von GOP ich gerade habe, ob ich ein Open GOP habe oder ob ich ein Closed GOP habe, ob ich nach vorne zugreifen kann, ob ich nach hinten schauen muss, was auch immer dort gerade für uns relevant ist. Das ist doch die Frage, die wir beantwortet haben müssen, die der Betrieb braucht als Antwort, um zu sagen, ich habe da eine schnelle Lösung, wir können eingreifen. Das Kind ist an vielen Stellen ja vielleicht schon in den Brunnen gefallen. Aber schauen wir uns erstmal die Stelle an, wo es noch gar nicht zum Brunnen gegangen ist. Also meine Empfehlung wäre, wenn ich mir LongOp Workflows aufbaue, dass ich dann die Komponenten, die ich in meinen Workflows verwende, an den Stellen prüfe, wie sie sich mit LongOp verhalten. Dass man einfach schaut, was ist die Minimalanforderung, die ich an mein Eingangsmaterial stellen muss, damit es geht, welche Manipulationen führe ich auf dem Material zu. Und unter Umständen ist es ja schon ausreichend, sicherzustellen, dass an meinem Materialeingang, dass alles, was Precharge und Rollout hat und mir dann in meiner Verarbeitungskette Probleme machen würde, dass ich am Eingang das alles über einen Transcoder laufen lasse, der im Moment wahrscheinlich Precharge und Rollout einfach ignoriert, aber zumindest habe ich es nachher nicht mehr im File und weiß dann, meinen Zeitcode muss ich jetzt um 5 Frames am Anfang materialmäßig korrigieren und ich habe dann ein paar Frames am Ende, die hinzugekommen sind.
Das hängt wirklich von den Workflows ab. Wenn ich Partial Restore Workflows in meinem System habe, dann ist das ein neuralgischer Punkt, wo man einfach mit Testfiles aus meiner Sicht prüfen muss. Ich habe eine Softwareversion und jetzt muss ich schauen, wie verhält sich das, verhält es sich korrekt, und wenn es sich nicht korrekt verhält, kann ich auf irgendeine Art und Weise mitigieren, darum herumarbeiten, oder herumarbeiten wäre wieder der Fall Transcoder, ich bügel mir das aus der Datei raus, oder ich entferne Rollout und Precharge, indem ich einfach einen Filter habe, dass die Metadaten die Origin immer auf Null setzt und die Dauer entsprechend korrigiert. Aber das Wichtige ist wirklich zu schauen, was sind meine Materialflüsse im System, welche Komponenten setze ich im System ein und wie verhalten sich diese Komponenten im System. Und das kann man einfach mit Testdateien, die man einmal durch die Verarbeitung schickt, prüfen, was dann herauskommt. Das ist ja das Schöne bei dateibasierten Produktionssystemen, dass ich immer einen eingefrorenen Zustand habe, einen Verarbeitungsschritt und nachher wieder einen eingefrorenen Zustand, den ich entweder selbst analysieren kann oder jemandem zur Analyse übergeben kann, der mir dann sagen kann, was ist denn an der Stelle mit der Datei passiert. Input war das, Output ist das, Verarbeitungsschritt ist das. Genau. Und dann haben Sie vorhin ein wunderschönes Wort benutzt, putzen. Und zwar Putzen der Übergänge und Überhänge zwischen am Eingang und am Ende einer zu bearbeitenden Datei. Wie kann ich mir das in der Realität vorstellen? Ja, ich würde einen Transcode, also es gibt Anwendungen, Hersteller will ich jetzt mal keine nennen, die das einfach beim Import von Material durchführen, die den ersten und den letzten Gob, die schauen, hat die Datei precharged, dann wird der erste Gob rekodiert oder die ersten beiden GOBs werden rekodiert, und dasselbe gilt für den letzten GOB, wenn die Datei Rollout hat. Das wäre eine Art zu putzen, wo das Material auch vom Startpunkt framegenau ist. Die andere nicht so schöne Art zu putzen wäre zumindest Precharge und Rollout auszubügeln, indem man die Metadaten durch den Transkodiervorgang so anpasst, dass das weg ist. Also wenn Transcoding-Hersteller in der nahen Zukunft auch Rollout und Precharge unterstützen, könnte man auch diese auf dem Markt verfügbaren Produkte Telestream oder Rosette verwenden, um Precharge und Rollout wegzuputzen. Muss dann aber aufpassen, dass dann dabei nicht unter Umständen das gesamte Material wieder rekrutiert wird. Aber da ist noch Arbeit zu tun, bis die Hersteller soweit sind. Verstehe. Sie haben vorhin einen sehr schönen Satz gesagt, in dem Sie sagten, dass die Firma Panasonic und Sony an einem Tisch gesessen haben und beschlossen haben, die Interoperabilität zwischen ihren Formaten irgendwo doch so weit aufeinander zuzuführen, dass für den Endanwender, sprich den Rundfunkbetrieb oder den Produktionsbetrieb, die Schweißperlen auf der Stirn verschwinden. Das ist der erste Schritt eigentlich in eine Richtung, die wir uns alle wünschen, nämlich dass wir irgendwann mal ein Longgob H264 haben werden, was in MXF so standardisiert sein wird, dass im Betrieb gearbeitet, bearbeitet, bildgenau, tongenau alles anschließend im Archiv landet oder eben halt auch entsprechend auf einer XDCAM Professional Disk dem Kunden geliefert wird, der damit gegebenenfalls sein Programm betreibt. An dieser Stelle möchte und muss ich leider unser gemeinsames und Ihr Webinar abbrechen, weil ich sagen muss, die Zeit ist vorbei. Wir haben eine Stunde lang jetzt unsere Zuhörer mit Informationen befüllt und diese Informationsflut, die Sie quasi zur Verfügung gestellt haben, war so umfassend, dass ich glaube, dass wir im Nachhinein doch noch eine ganze Menge Zuschauer und Teilnehmer haben werden, die sich diesen Stream von Ihnen dann auf der Webseite der FKT auch herunterladen werden. Ich sage erstmal herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Hönsch. Es war ein sehr informatives und sehr informationslastiges Webinar, das mit Sicherheit erstmal von uns allen verdaut werden muss. Und ich danke Ihnen recht, recht herzlich dafür. Ein Punkt von mir, also wenn es noch Fragen gibt, auch nachdem die Chat-Session zu Ende ist, ist meine E-Mail-Adresse auf der Ankündigung mit drauf, Herr Wagner? Nein, ist drauf. Ich kann das aber gerne auf der Webseite mitverbreiten, indem ich Ihr Webinar mit der Webadresse, mit Ihrer E-Mail-Adresse quasi
einstelle, sodass jeder weiß, wie er Sie kontaktieren kann. Ich habe Genau, tatsächlich, das war eine Möglichkeit. weil ich die offiziellen E-Mail-Adressen wirklich als etwas sehr, sehr Privates erstmal ansehe. Wenn Sie aber sagen, ich kann genau das machen, dann würde ich Ihre E-Mail-Adresse eben halt mit Ihrem Stream dann verbinden, sodass jeder die Möglichkeit hat, auch mit Ihnen. Wäre aus meiner Sicht okay, wäre aber gut, wenn sie in einem Format auftaucht, dass sie nicht mit Automaten geerntet und dann für Massenmailings verwendet werden kann. Dem bin ich mir voll und ganz bewusst. Sie stellen das mit Sicherheit fest, dass ich das auch auf unserer Webseite im Newsletter immer so mache, dass es halt kein gegrabtes sein kann, sondern dass es ein Format ist, was eben nur für jemanden, der es handschriftlich abtippt, auch dann nutzbar ist. Okay, perfekt. Also, nochmals herzlichen Dank von meiner Seite. Ich kann Ihnen sagen, das, was zurzeit im Chat von den Teilnehmern gesagt wird, ist ein großes, großes Dankeschön an Sie. Und auch über die Qualität dessen, was hier gebracht worden ist, was von Ihnen gebracht worden ist, ist jeder sehr begeistert. Und Dankeschön. Und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Im Namen der FKT-Redaktion war das jetzt hier für 2011 unser letztes FKT-Webinar. Vielen Dank, Herr Dr. Hönsch, dass Sie so einen wunderschönen Abschluss dafür in diesem Jahr gebracht haben. Und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder, weil die MXF-Reihe ja in der FKT schriftlich weiter fortgeführt wird. Und ich weiß, dass Sie uns zum Thema auch noch gemeinsam mit dem Herrn Hofer zwei Beiträge liefern werden. Und den schauen wir jetzt unter dem Aspekt, was Sie gerade vorgetragen haben, nochmals mit doppeltem Interesse nach im Voraus hinein nach vorne und freuen uns darauf, ihn lesen zu können. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die lieben Worte. Dankeschön.